Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video/Podcast-Interview hier mit dem lieben Bernhard Karlhammer, direkt live aus München zugeschalten. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Bernhard, schön, dass du da bist. Hi Nick, mega hier zu sein. Wir haben ja gerade ein geiles Podcast-Interview für Startup-Hacks hinter uns und jetzt habe ich mega Bock, bei dir am Start zu sein und ich freue mich jetzt einfach auf unsere Session. Weil genauso soll es auch sein. Einfach eine coole Session zwischen zwei Dudes, die halt irgendwann mal entschieden haben, Unternehmer zu werden. Der eine früher, der andere später. So ist es nach einem kurzen Schluck Cappuccino hier. Gebe ich mal kurz das Intro, wer ist Bernhard überhaupt, bevor er dann weiterspricht und worum wird es hier überhaupt gehen. Also der liebe Bernhard ist nicht nur Buchautor, der liebe Bernhard hat nicht nur einen Exit gemacht an eine der größten Eventfirmen der Welt, der liebe Bernhard ist auch Papa, glücklich, verheiratet und ein toller Gesprächspartner, einfach ein cooler Typ, deshalb ist er gerade hier, dass wir ein bisschen Inspiration, Hacks und weiß ich was mit dir teilen, was dir vielleicht hilft oder dich belustigt, bespaßt in deiner Freizeit, in deinem Business und was sonst noch so alles kommt. Bernhard, gib uns doch bitte kurz das Intro von dir in eigenen Worten. Wer bist du? Wie bist du dazu gekommen? Und was machst du gerade? Also ich gebe dir und euch mal so einen kleinen Rundumschlag. Ich habe letztens erstmal so einen kurzen Elevator-Pitch irgendwo raushauen dürfen und das war dann kein Elevator-Pitch mehr. Es war schon ein Elevator-Pitch, aber halt so mit einem Gebäude mit 40 Stockwerken wahrscheinlich, bis man dann oben mal ankam und der war nicht so schnell unterwegs. Deswegen, der ist ein bisschen länger. Es hat sich einfach ein bisschen was angehäuft so in den letzten Jahren mittlerweile. Aber du Nick, wie ich zum Unternehmertum gekommen bin oder wie es bei mir eigentlich losging, ich habe ganz am Anfang mal vor 20 Jahren, das ist echt schon lange her, weil man mag es kaum glauben oder viele glauben es mir oft nicht. Heute freue ich mich drüber. Früher war es eher nervig, als ich einen Club wollte. Als ich 18 war, da sah ich halt aus wie 15 ungefähr. Aber ich bin 38. Hatte tatsächlich vor 4 Jahren das letzte Mal auch so eine Begegnung mit einem Türsteher. Ich glaube, der war noch nicht so lange im Game. Der hat mich tatsächlich nach dem Ausweis gefragt. Ich musste mich totlachen. Ich fand es mega. Er hat dann einen roten Kopf gekriegt, meinte so, okay, easy, geh rein. Das war nicht so, okay, dann. Ist okay. Aber ansonsten, du, ich habe mit 18 damals eine Ausbildung bei BMW gemacht als Automobilkaufmann und habe da gelernt, wie man Dinge verkauft sozusagen. Also richtig so oldschool, wie man Autos vertickt. Geile Autos, BMWs, damals kam der Mini dann raus. Als es noch kein Internet gab? Da gab es Internet, aber es war noch eine andere Welt, sagen wir es mal so. Ah, okay, ja. Es war 1990, warte, es war 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein, kennst du das? Nee, den kenne ich nicht. Ja, schau, Mann, ich weiß, 97, shit, das war nach deiner Zeit. Aber das war fettes Brot mit Jein. Ich wollte mal kurz einen zum Besten geben, weil es einfach gerade von der Timeline gut passt. Genau, habe da meine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht, also das klassische Verkäufertum sozusagen gelernt, was mir sehr viel gebracht hat. Damals wusste ich es noch nicht, später wusste ich es dann. Habe dann aber relativ schnell noch ein Studium draufgelegt. Bei mir war der Weg ein bisschen anders. Ich habe erst die mittlere Reife abgeschlossen, also Realschule sozusagen, weil ich einfach keinen Bock damals hatte, aufs Gymi zu gehen. Ich war einfach, ich hatte andere Dinge im Kopf als Lernen. Das war für mich so weit weg irgendwie. Habe es dann später realisiert und habe dann mein Abitur erstmal nachgeholt, also Fachabitur gemacht und bin dann auf die Uni gegangen, beziehungsweise auf die FH und habe Sportmanagement studiert. Und dieses Studium hat mich dann erstmal nach Malta verschlagen, in die iGaming-Szene, Online-Poker, Online-Casino, Sports-Betting, also sehr exotisch, war es auch wirklich, war 1,5 Jahre da und ich hatte echt eine gute Zeit, weil nur lauter crazy people da unterwegs waren. Also ihr müsst euch vorstellen, Malta war zu dem Zeitpunkt eine der wenigen Länder, die eine Glücksspiellizenz herausgegeben haben, folglich waren alle Firmen der Welt, die man sich so vorstellen kann, die irgendwas im Gambling zu tun hatten, waren da. Sprich,
es waren also Nordics, also wirklich so aus Norwegen, Schweden, und da war natürlich auch die ein oder andere hübsche Schwedin dabei, also keine Frage. Dann aber natürlich ganz viele Amerikaner und also die ganze Welt war da und wir hatten echt eine lustige Zeit und haben da natürlich auch gern Party gemacht, aber auch viel gearbeitet, war da Country Manager Deutschland und habe so das Ganze, den deutschen Part übernommen sozusagen, was Customer Acquisition angeht, Affiliates etc. Da hat es mich dann danach direkt verschlagen zum deutschen Sportfernsehen, was dann meine nächste Station war, was cool war, weil ich da direkt in der Geschäftsführung anfangen durfte. Lustige Anekdote, ich habe mich 2 Jahre davor als Praktikant beworben, haben sie mich nicht genommen, aber in die Geschäftsführung, da war ich dann anscheinend gut genug dafür. War dann ein ganz witziger Twist sozusagen. Aber hatte dann da echt eine coole Zeit, habe unter Oliver Reichert, der heute ja CEO von Birkenstock ist, sehr viel gelernt, auch was die Kommunikation mit Vorständen, mit Geschäftsführern und mit Entscheidern zu tun hat, weil damals war ich halt noch eine Young Gun, also ganz klar, und musste mich halt behaupten in einem sehr kompetitiven Umfeld mit TV-Managern und das sind halt einfach am Ende, also sorry, wenn einer zuhört, der TV-Manager sein sollte, aber ist halt ein Hahnkampf und das war früher zumindest einfach, waren halt Gockel und jeder war mit seinen Ellenbogen unterwegs und jeder wollte einfach nur sein Ding durchdrücken, scheißegal was. Da habe ich viel gelernt, was cool war und das hat mich dann auch zu meiner eigenen Journey als Unternehmer gebracht, weil ich habe da den Bereich New Business aufgebaut, Business Development im digitalen Bereich und habe mich eigentlich darum gekümmert, Startups zu scouten, die zum Konzern, zur Konstantin Medien AG, da gehört Konstantin Film dazu, da gehört Sport 1, DSF, die ganze Sportsparte dazu, die zum Konzern passen und die im Sinne eines Media for Equity oder Media for Revenue Deals an die Company zu binden sozusagen. Da habe ich wahnsinnig viele Founder kennengelernt, die haben mich mega inspiriert und mich dann selbst tatsächlich auf die eigene Entrepreneurial Journey gebracht und habe dann mal angefangen, einfach so neben dem Job zu moonlighten sozusagen, also keinen Schnaps zu brennen, aber zu moonlighten im Sinne von am Abend nach der Arbeit einfach eigene Projekte anzustoßen und zu starten. Die waren dann erstmal minder erfolgreich. Eins war dann erfolgreich, eins wurde dann relativ schnell erfolgreich und deswegen habe ich auch gekündigt. Da war ich dann 5 Jahre beim DSF-Sport 1, hatte da verschiedene Stationen, also von der Geschäftsführung, also Teil der Geschäftsführung bis hin zu eigener Aufbau von Abteilungen. Ich habe die Social-Media-Abteilung damals aufgebaut, war Produktmanager, Head of Community und Games, also viele Sachen da gemacht, aber nach 5 Jahren dann gesagt, ich bin zu meinem Chef damals gegangen und habe gesagt, hey du, schau mal, hier, ich habe ein fertiges Produkt, es war damals Styles, das war eine Online-Buchungs- und Beauty-Wellness-Plattform, wo du quasi als Kunde deinen Friseurtermin buchen konntest und als Friseur alles digitalisieren, den kompletten Terminkalender. Hatte die ersten Kunden geonboardet, war super und war on fire. Und es war klar für mich, entweder ich gehe jetzt voll drauf und weiß, klappt es oder klappt es nicht, oder ich mache es so, wie man in Bayern sagt, halbscharig, also so 50-50 und weiß dann nie, hey, funzt es oder funzt es nicht. Und dann saß ich bei ihm und meinte, hey, ich habe mitbekommen, dass einige von meinen Kollegen Sabbaticals bekommen haben für Reisen, für eine Weltreise und so. Dachte ich mir, hey, wenn ich da hingehe und sage, ich hätte gern ein Sabbatical, um mich als Unternehmer auszutesten mit meinem Projekt, das fertig ist, Kunden live hat. Wie schaut es aus? Weil wenn es nicht klappt, komme ich mit einem krassen Mindset wieder zurück und bin ein Hammer-Entrepreneur für euch und kann einzelne Abteilungen, neue Produkte hochziehen, weil ich es ja selbst gerade ein Jahr gemacht habe. Die Antwort war leider, nee, du, Bernhard, geht nicht. Das ist ein geiles Projekt, aber können wir nicht machen. Und genau in dem Moment, Nick, habe ich zu meinem damaligen Vorgesetzten gesagt, okay, weißt du was, da bin ich jetzt raus, ciao und ich kündige. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich mich erstmal auf eben Stylester fokussiert. Das hat dann nicht so gut funktioniert nach 1,5 Jahren. Wir waren zwar dann relativ gut vertreten, konnten aber unsere Zahlen, die wir uns selbst gesetzt haben, nicht einhalten. Und es war viel zu viel Education noch nötig im Markt. Weißt du, bei der Friseur damals, heute ist es wieder anders, aber damals, das war 2012, war der halt noch so, boah krass, ich mache meine Facebook-Page und befülle die und ich habe vielleicht eine Internetseite, die ich irgendwie halbwegs selber mache oder irgendein Buddy von mir. Aber hey, mit Software, ich habe hier meinen Terminkalender und da mache ich alles. Da war leider das Mindset noch nicht so weit, dass wir da voll reingehen hätten können. Also wir hätten einen Lehrauftrag erfüllen müssen. Dafür nochmal Geld zu raisen, hatten wir keinen Bock. Also haben wir gesagt, hey, weißt du was, dann sperren wir das Ding zu. Haben wir beim nächsten Tag direkt die nächste Company gegründet, und zwar Kinoheld. Und da sind wir dem Termin bzw. Tick der Buchung von etwas treu geblieben sozusagen. Und haben einfach den Kinomarkt erschlossen, weil, und das war uns damals bei Stylester, haben wir nur den Markt im Blick gehabt. Weißt du, wir haben gesehen, krass, 1,1 Milliarden im Jahr, der Beauty-Markt, cool, da schnappen wir uns ein Piece of the Pie und dann werden wir mega rich. So. Ja. War halt nicht so.
was geil war bei den Kinobetreibern, die haben schon immer oder arbeiten schon immer mit Technik und mit Software. Die sind super affin, weißt du, weil die statten ihren Saal komplett mit der neuesten Technik aus. Die haben eine Kassensoftware am Start. Die haben alles, es war komplett ein anderes Game. Die waren viel offener dafür. Und dann haben wir Kinoheld gestartet und haben Kinoheld, eine Online-Ticketing- und Mobile-Ticketing-Plattform für Kinos, in unter 2 Jahren zum deutschen Marktführer aufgebaut. Und dann am Schluss, was du vorhin ja schon erwähnt hast, an den zweitgrößten Tickethändler der Welt, an CTS Eventim, im Zuge eines Trade-Sales, also eines Exits, dann veräußert. Ja, da war es schon, das war schon ein ziemlicher Rollercoaster bis dahin. Dann habe ich einen Podcast gestartet, dann war ich erst noch in der Beratung relativ lange, also direkt danach. Ich habe für die Boston Consulting Group gearbeitet, immer als Externer, also ich war nie der Dude irgendwie, der halt Berater war. Ich war halt der Praktiker sozusagen und ich habe den Beratern gezeigt, wie halt die Praxis funktioniert sozusagen. Habe dann lange Daimler begleitet mit der Boston Consulting Group, mit BCG DV zusammen, also Digital Ventures heißt die Sparte. Die kümmern sich quasi so als Boutique-Studio für DAX-Konzerne, um neue Companies auszugründen, neue Geschäftsmodelle. Die habe ich relativ lang begleitet. Dann habe ich ein paar Player aus dem Silicon Valley begleitet, auch im Peer-to-Peer-Carsharing. Die heißen Turo, also Airbnb für Autos quasi. Ich habe da das ganze BizDev im Dach gemacht und noch ein paar andere coole Projekte mitbegleiten dürfen. Dann im Podcast gestartet, Startup Hacks. Aus dem Podcast ist Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, ein Buch entstanden. Total crazy, hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe, weil ich war echt in Deutsch mies und so. Aber das Buch ist irgendwie geil im Flow entstanden. Dann habe ich den Uwe kennengelernt, Karlmann von Grafenstein gegründet und dann habe ich dich kennengelernt. Boom. Boom. Das war ja ein richtiger Double Time. Jetzt habe ich selber ziemlich viele neue Sachen erfahren. Wo du schon so alles deine Finger mit dem Spiel hattest, das ist auf jeden Fall echt spannend, was das angeht. Jetzt, wo du das natürlich alles erzählt hast, na, wie würdest du dich selber als Persönlichkeit einschätzen, wenn du schon so viele Stationen durchlaufen hast? Also ist das, bist du so einer, dem schnell langweilig wird einfach, oder bist du einfach immer an irgendwelche Grenzen gestoßen, weshalb du gesagt hast, ich mache jetzt das oder ich gehe jetzt darüber oder da? Also ich meine, du hast ja schon überall immer so eine gewisse Zeit verbracht. Das heißt, du bist jetzt nicht von Monat zu Monat irgendwie im Job oder in den Companies rumgewechselt. Aber das ist ja eigentlich super spannend, weil das ist ja das, was beispielsweise Gary Vee, ich zitiere den eigentlich nicht oft, aber was der oft sagt, ist einfach, hey, fucking do some shit, probiert euch aus, macht einfach mal, ihr seid eh noch jung, Mann, selbst mit 40 seid ihr noch jung, also probiert euch einfach aus, guckt, was ihr könnt und sonst was, ne? Und das ist ja, das beschreibst du ja gerade, eigentlich, ne, wie viele Journeys du eigentlich durchgemacht hast und wie du eigentlich bei so vielen Stationen warst, wo Menschen sich wirklich nur, also nur davon träumen können, da jemals mal anzukommen und das dann ihr Leben lang zu Ende zu führen. Und du hast davon eine ganze Menge gehabt, das ist eigentlich fast so, als ob du irgendwie der Typ bist, der mit den heißesten Victoria's Secret Models was hatte, aber die dann immer wieder fallen gelassen hat, weil er ein noch heißeres Model kennengelernt hat. Und die hat er dann aber auch wieder fallen lassen, weil er doch wieder eine, weiß, also jetzt mal so metaphorisch gedacht. Ja. Genau. Kannst du mir folgen, ich denke schon. Ja, voll. Du, absolut, Nick. Und da zitiere ich jetzt meinen guten Freund, den Lars, Lars Müller von Solid Mind. Ein wahnsinnig cooler Dude, habe ich in Kapstadt über den Podcast auch kennenlernen dürfen. Seitdem sind wir echt gute Buddies und ich telefoniere oft mit ihm und wir scheren so gemeinsame Gleichheiten, weißt du, deswegen. Und Lars sagt ganz zu Recht, Lars lebt den Prozess und so ist es bei mir auch, living the process, weißt du, der Prozess der Entstehung, der Prozess der Kreierung von einem Unternehmen. Dieser komplette Prozess, den finde ich so extrem spannend. Also etwas von null aus auf dem Boden herauszustampfen, das dann auf dem Markt ist, das Abnehmer findet, das wirklich eine Community aufzubauen rundherum und das Ganze bis zu einem gewissen Punkt zu begleiten, bis es dann so in dieses super krasse Daily Management nur reingeht. Weißt du, und dieses Management, das langweilt mich einfach. Also ich mache es gerne, aber es ist jetzt nicht das, was meine Passion ist. Ich mag es nicht, also du musst natürlich andere Menschen managen, wenn du ein Team führst und wenn du eine Unternehmung führst, ganz klar. Aber wenn du dann in eine bestimmte Rolle reingedrückt wirst, wie zum Beispiel bei mir damals bei Kinoheld, ich war CMO und ich war der Head of Sales sozusagen, also ich habe beide Rollen vereint und habe dann 3 oder 4 Jahre lang nur am Ende die Software verkauft
Und du kannst dir vorstellen, das ist halt, du haust immer den gleichen Pitch raus. Du bist halt in der, was deine Masken angeht im Vertrieb, du ziehst halt immer eine andere Maske auf, wie du halt mit dem anderen halt am besten kannst und wie du halt die beste Bindung aufbauen kannst. Aber dann hast du mal ein neues Feature-Set vielleicht, das mit reingeht, aber that's it. Aber du kreierst nicht, weißt du, ich liebe es zu kreieren. Und das fehlt mir dann einfach. Und deshalb habe ich halt auch schon so viele verschiedene Sachen gemacht. Und ich muss einfach für mich sagen, ich liebe halt diesen Rollercoaster. Weißt du, das ist einfach dieses Challenging, dass es etwas gibt, das dich herausfordert. Nicht in einem ruhigen Gewässer unterwegs zu sein, sondern hey, wenn es stürmt und wenn es so richtig dirty wird, da habe ich Bock drauf. Das taugt mir. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sicher dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Das taugt dir, Mensch. Und das taugt ja auch heute noch, ne? Also, ihr habt ja, jetzt für euch, ne, den Bernhard habe ich über den Uwe kennengelernt, Uwe von Grafenstein, den habt ihr schon ein paar Mal bei mir im Podcast gehört, Fernsehproduzent, ne, hat mit Joko Klaas zusammengearbeitet, Sido zum ersten Mal ins Fernsehen gebracht und. Also, wir haben alle schon irgendwie so einen kleinen gewissen Track Record auch, wenn man anguckt, mit wem wir zu tun gehabt haben und sonst was alles. Und mit ihm hast du ja eine Firma gegründet, Kufke. Kalamer und von Grafenstein, ja. Ganz genau. Und wie ist da so die Entstehungsgeschichte? Also was habt ihr euch dabei gedacht? Also so aus meiner Sicht gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, zwei Daddys, denen langweilig ist, die viel drauf haben, haben gesagt, wir brauchen ein neues Baby, wir müssen was machen. Die andere Variante ist, zwei Typen, Alter, richtig krasse Unternehmer, richtig abgerissen, beide Exit und so weiter, haben sich getroffen und haben gemerkt, wow, wir können zusammen die Welt nochmal richtig verändern. Also natürlich offiziell ist es die zweite. Ja. Die erste trifft es inoffiziell ein bisschen. Wir brauchten einfach wieder eine Ausrede für unseren Frauen, arbeiten gehen zu dürfen. Nee, Spaß beiseite. Das war, weißt du, ich war dann nach Kinoheld. Ich habe dann zwar wieder auch relativ schnell direkt nach Kinoheld ein neues Team geformt und wir haben eine Fitness-App rausgebracht im Bodyweight-Workout-Bereich. Calitary hieß die. Es war auch geil. Wir hatten direkt eine Kooperation, also einen Media-for-Revenue-Deal mit RTL 2, was unsere Zielgruppe ziemlich gut entsprach. Ich habe ein geiles Team zusammengestellt aus TV-Menschen, aus Entwicklern und Marketern und das war wirklich genial, aber leider hat es dann so nicht sein sollen. Da gab es dann leider intern Differenzen von der strategischen Ausrichtung her und das deutsche Recht, das deutsche Gesellschaftsrecht ist halt, ist es gut, dass es so ist, aber wenn du halt etwas durchdrücken möchtest, im Sinne von ein Gesellschafter spielt nicht mit, aber der hat einen gewissen Share-Anteil und kann halt so mitsprechen, dass du es nicht machen kannst, dann kann es halt schnell auch zu Differenzen führen und mal den Vibe von so einer Company halt einfach zerstören. Das war da leider der Fall. Aber wie ich den Uwe kennengelernt habe, also war jetzt ein kurzer Exkurs, wie ich den Uwe kennengelernt habe, du, wir wurden einander vorgestellt von einem anderen netten Typen aus unserem Netzwerk, der auch eine ziemlich erfolgreiche App gelauncht hat, der Philipp. Und wir haben uns einfach mal auf einen Kaffee getroffen und haben dann in dieser kurzen Zeit, und das war nicht mal eine Stunde, haben wir gemerkt so, krass, ey, ich bin du bist ich, so, fuck, was geht, weißt du? Also wir haben wirklich in dem kurzen Gespräch gemerkt, so okay, wir haben ungefähr genau das Gleiche gemacht, wir haben genau die gleichen Ziele, wir sind vom Mensch her ähnlich, aber halt mit einem verschiedenen Skillset sozusagen. Also ich eher so eben aus der Tech-Ecke, Software, der ganzen Startup-Ecke so und der Uwe eben aus der Content-Ecke, aus der ganzen TV-Ecke, aus der Branding-Welt. Und das jetzt zusammen zu vereinen, ist halt einfach, da hat es bei uns beiden Klick gemacht. Das hat dann nochmal ein bisschen gedauert, bis es so richtig Klick gemacht hat. Das Geile war, irgendwie, ich glaube, eine Woche bevor ich den Uwe getroffen habe, kam mein Buch raus. Und dann sind wir so am Hugendubel vorbeigelatscht und ich so, ey ja, und so by the way, du kannst ja auch mein Buch holen. Das ist vor einer Woche rausgekommen. Und Uwe so, ey cool, mach ich. Zack, hat das Buch geholt und schon war ich halt auch bei ihm noch länger in den Gedanken dabei, weil er es dann auch gelesen hat und so. Haben wir uns dann auch nicht aus den Augen verloren. Ich habe seinen Podcast gehört, er meinen. Und zack, dann haben wir uns auf Mallorca wieder lustigerweise getroffen und dann haben wir beschlossen, hey, wir zwei starten jetzt was, weil wir hatten halt auch einfach wieder Bock, zusammen was machen, in einem Team zu sein und nicht immer so als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Und jetzt halt als Team wieder was zu reißen, macht halt mega Bock und Uwe ist halt einfach genauso crazy wie ich, deswegen sind wir da echt ein gutes Team. Das ist sehr cool.
Ja, sehr schön. Danke dir dafür die Ausführung auf jeden Fall. Was mich natürlich interessieren würde, beziehungsweise ich denke auch alle, die hier gerade zuhören, die vielleicht ein eigenes Geschäft haben, überlegen, ein eigenes Geschäft zu starten, wäre für dich, wenn du jetzt mal zurückguckst, einfach auf deinen Weg, den du so für dich gegangen bist, was sind so zwei, drei Meilensteine gewesen, die dein Leben, sage ich mal, signifikant verändert haben, ne, die Ausrichtung, in die es gegangen ist, wo du sagst, wow, das waren so genau diese Stepping Stones, da hat es Klick gemacht, da ist es dann auf einmal passiert bei mir. Also definitiv, für mich war extrem wichtig, ich hatte einen super starken Mentor in meiner Zeit beim deutschen Sportfernsehen. Er war der Referent der Geschäftsführung und ich habe unter ihm sozusagen gedient und habe den verschiedenen CEOs zugearbeitet. Da habe ich extrem viel gelernt. Es waren zwar sehr viele All-Nighters dabei und die fand ich natürlich am Anfang nicht so geil, weil dann kommt halt so der CEO rein und wer Oliver Reichert nicht kennt, der kann ihn mal googeln kurz, der ist halt so knapp 2 Meter groß, war irgendwie Footballspieler. Und wenn er eine Ansage macht, dann parierst du halt sozusagen. Und da war halt das ein oder andere Mal halt der Fall einfach so, hey, Bernhard, ich brauche bis morgen früh die Präsentation zu XY. Ist mir scheißegal, wie und was. Bis morgen um 9 Uhr liegt die auf meinem Tisch. Und das hieß halt so, okay, dann wird es halt wieder All-Nighter sozusagen. Gepaart dann mit natürlich so irgendwie die Nacht durchgezogen, am nächsten Tag gleich die Maschine nach Bonn geflogen, zur Telekom, Deals verhandelt. Also war eine crazy Zeit, aber ich habe sehr viel gelernt im Sinne von strukturiert Entscheidungsgrundlagen vorzubereiten, nicht nur für andere, sondern auch für mich, ob ich in ein Thema mit reingehe oder nicht. Und so eine Entscheidungsgrundlage ist halt auch ein Prozess wiederum. Und sowas vorzubereiten und sowas zu lernen, war für mich wichtig als solides Grundgerüst sozusagen, um weitere Entscheidungen treffen zu können. Auch was das Unternehmerische angeht natürlich. Was dann noch wichtig für mich war, ich war schon immer jemand, der sich relativ schnell, früher zumindest, heute ist es nicht mehr so, ich habe mich sehr schnell begeistern lassen und mitreißen lassen, weil ich halt auch einfach eine eigene Begeisterungsfähigkeit habe, vor allem für ja, unternehmerische Dinge. Also ich liebe es einfach, das, was ich tue, weil es einfach nicht nur irgendwie mein Business ist, sondern es ist tatsächlich auch mein Hobby. Ich würde mich darüber definieren tatsächlicherweise. Also ich liebe den Shit einfach, ist einfach so. Und da musste ich einfach für mich auch lernen, nicht zu schnell in Dinge mit reinzugehen. Also einfach auch mal kurz es sacken zu lassen, die interne Entscheidungsgrundlage für mich vorzubereiten und nicht gleich wieder all in zu gehen, sondern erstmal ruhen lassen, erstmal wirklich zu analysieren, erstmal zu benchmarken für mich selbst und dann zu entscheiden. Weil ich habe da natürlich in der Vergangenheit, als ich halt mit meiner unternehmerischen Tätigkeit gestartet habe, sehr viele Baustellen aufgehabt. Das ist zwar heute immer noch so, aber die sind natürlich alle mehr oder weniger validiert oder wurden zumindest so analysiert von mir und Uwe, beziehungsweise von unserem Team, dass wir halt sagen, hey, okay, da macht es Sinn für uns. Und früher habe ich oft mit Emotionen gearbeitet. Also ich habe mich sehr über die Emotionen hinreißen lassen, was nicht verkehrt ist, weil, und es ist mittlerweile für mich ein extrem wichtiger Punkt, und den habe ich vor allem im letzten Jahr gelernt, mehr auf mein Herz zu hören und nicht nur immer auf meinen Kopf zu hören, sondern auch mal auf das Gut-Feeling, das Bauchgefühl, das man hat. Weil der Kopf, der entscheidet relativ schnell, der analysiert sehr schnell und der hat vielleicht auch vorgefahrene Denkmuster, in denen er auch gefangen ist und deswegen vielleicht auch eine Entscheidung falsch trifft. Deswegen da mal auf sein Herz zu hören und auf sein Bauchgefühl, sollte man definitiv machen und das beziehe ich auch immer mehr ein, weil der Bauch sagt uns oft eigentlich genau das Richtige und das Hirn dreht es dann halt wieder irgendwie um und versucht uns zu verkaufen. Dann verkaufen wir es uns selbst und schon haben wir irgendwie einen scheiß Deal gemacht. Geht relativ schnell. Das würde ich sagen, waren so die wichtigsten Steps bei mir jetzt in den letzten Jahren und dann natürlich auch, sich an Dinge heranzuwagen, von denen man vielleicht maximal Schiss hat. Also wirklich wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Ey, ich habe mir nie vorstellen können, ein Buch zu schreiben, weil das ist halt, in meinem Kopf war das immer ein Prozess von Jahren und du musstest irgendein krasser Autor sein, der eine wahnsinnig hochgestochene Sprache spricht. Ist aber nicht so. Ich habe es versucht, also ich habe tatsächlich die ersten Seiten bei Startup Hacks versucht, so richtig so hochgestochen, so als ob ich der Oberbabo total super hochintelligent wäre, was ich natürlich bin. Und es hat null funktioniert. Also ich habe dann gemerkt, es war kein Flow drin, es war einfach, es hat sich beschissen gelesen, es war einfach nicht gut. Und dann habe ich angefangen, meinen eigenen Worten zu schreiben und schon ging es mir einfach wie geschnitten Brot von der Hand. So ist es, Mensch. Man kauft einfach wie zu Corona-Zeiten, sammelt man einfach ganz viele Rotweinflaschen ein und dann platziert man die auf dem Tisch.
fängt man an zu schreiben und dann kippt man eine nach der anderen, dann geht's schon los. Genau, wir haben uns auch tatsächlich direkt zwei Kisten Rotwein geholt, bevor der ganze Shit losging. Und ja, ist gut. Ja, bei uns geht der Wein auch irgendwie ein bisschen schneller raus, als er sollte vielleicht. Aber das ist wieder ein anderes Seminar. Ach Mensch, ich habe so viele Fragen an dich, die ich spannend finde einfach. Aber eine Sache, die ich jetzt mehrfach rausgehört habe, ein Thema, mit dem ich natürlich auch oft auf die Schnauze gefallen bin, aber auch sehr schöne Learnings gemacht habe. Also es hat immer beides Sonne und Schatten. Ist das Thema Partnerschaften, Zusammenarbeiten und so weiter. Und wenn ich mich angucke, war das früher so, ich habe jemanden getroffen, der hat ein paar Sachen gesagt, die mir gefallen haben. Ich habe gesehen, okay, der kann etwas, was ich nicht kann. Also wenn wir das zusammenpacken, können wir exponentiell mehr schaffen als alleine. Das war immer so der Gedanke. So wie 1 plus 1 ist gleich 2. Na, fertig. Es hat sich am Ende aber meistens so rausgestellt, dass ich dann das Arbeitstier war und die anderen auf der faulen Haut lagen. Gab bestimmt auch ein, zwei Fälle, wo es andersrum der Fall war. Nichtsdestotrotz aber gab es mehr geplante Partnerschaften oder umgesetzte Partnerschaften, die eher ein Reinfall waren, als welche, die wirklich funktioniert haben und dann tatsächlich gewinnbringend waren. Da du jetzt natürlich aber nochmal mehr als 10 Jahre Erfahrung als ich hast in dem Game, würde mich das interessieren, wie da so deine Learnings sind, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele auch von meinen Zuhörern und Zuschauern, die auch jung sind, aber auch manche, die vielleicht auch älter sind, genau das denken, immer dieses typisch Deutsche, ich gebe die Verantwortung ab. Na, ich hole mir einen Partner rein ins Geschäft, dann übernimmt der die Sachen, dann bin ich dafür nicht mehr verantwortlich und so weiter. Und jeder gibt die Verantwortung an jemand anderen ab und umso mehr Leute es sind, umso mehr Verantwortung wird links und rechts abgegeben und keiner fühlt sich mehr verantwortlich, irgendwas zu machen. Und am Ende wird es nichts. Oder man hypt sich gegenseitig mega hoch, so wie wenn man sich halt mit einer neuen Frau kennenlernt. Geiler Sex, man hat geile Gespräche, man kann noch miteinander die ganze Zeit reden und dann nach 6 bis 12 Monaten merkst du so, okay. Oder bei manchen Leuten, die sagen dann schon, gut, nach einer Nacht ist die mir schon genug. Jetzt mal ganz, ganz plump gesagt, ja. No offense gegen irgendjemanden, nicht wieder, wo ich zitiere nur. Wie siehst du das in dem Thema jetzt auf geschäftliche Partnerschaften? Wenn du mir folgen kannst, was kannst du da für Tipps geben? Was kannst du da einem sagen? Was waren so absolute Nightmares? Und wo hast du so einen roten Faden entdeckt, wo du sagst, okay, wenn du die und die Anzeichen siehst, dann wird es auf jeden Fall eine Nightmare. Und wenn du die und die Anzeichen siehst, dann ist es etwas, da solltest du vielleicht drüber nachdenken, ob du das machst. Ja, Nick, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte es tatsächlich, und es ist noch gar nicht so lange her, mit jemandem, der sich sehr gut verkaufen konnte. Aber wenn du näher und tiefer eingestiegen bist und versucht hast, diesen Track Record zu folgen oder zu validieren über jetzt eine einfache Google Search oder LinkedIn oder was auch immer, bist du immer auf so Red Dots gestoßen, weißt du, immer so kleine Alarmsignale, so das stimmt eigentlich gar nicht, was der erzählt hat, der hat zwar gut verkauft, aber es ist eigentlich Quatsch, weil du findest es nirgendwo, also geht ja gar nicht. Ich glaube, das Wichtige, was jetzt dieses Thema angeht, ist, dieses gegenseitige Beschnuppern ist super wichtig, nicht gleich all in zu gehen, nicht gleich bloß, weil der eine vielleicht irgendwas kann, was du nicht kannst und es sich sofort eine super Symbiose ergeben würde oder eine gute Synergie, nicht gleich sofort reinzugehen, sondern erstmal mit so einem kleinen Projekt zu starten. Das kann was ganz Banales sein, aber einfach mal zu checken, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Das kann auch einfach mal ein Podcast-Interview sein. Das kann einfach mal irgendwas, wo man sich erstmal kennenlernt, ein bisschen besser kennenlernt. Weil was du mit der Frau vorhin erwähnt hast, ist ja genauso. Schau mal, es mag manchmal funktionieren, aber diese Hals-über-Kopf-Dinger, wo du dich in einer Nacht im Club in irgendeine Lady verliebst und du gehst heim mit ihr und ist alles geil und super, du hast sau viel Spaß und nach einer Woche merkst du so, puh, die ist ganz schön anstrengend, die Alte, und die nervt mich eigentlich total. Ich meine, im Club war es cool und im Bett auch und man kann mit ihr auch mal ein Glas Rotwein trinken, aber der Rest ist halt irgendwie so, nicht so geil. Und genauso auch, was unternehmerische Partnerschaften angeht, erstmal Zeit zusammen verbringen, erstmal auf kleinen Projekten arbeiten, erstmal gewisse Dinge realisieren gemeinsam, um zu gucken, hey, wie ist überhaupt der Workflow zwischen den zwei Stakeholdern sozusagen, kann der das wirklich, was er sagt, oder ist es nur heiße Luft? Und dann aber auch ein Research zu machen. Lasst euch nicht verarschen, checkt die Leute ab. Ihr habt heute alle Möglichkeiten, dass ihr, wenn jemand was sagt, dass ihr den Track Record auch checkt.
Wenn er sagt, er ist omnipräsent oder er ist überall am Start, dann checkt das auch ab, ob er es wirklich ist. Er sagt, er hat irgendwie den fetten Kunden irgendwie 2 Jahre jetzt begleitet, dann guckt auch mal nach, ob das auch stimmt. Also lasst euch nicht irgendwie Dinge verkaufen, die am Ende nicht so sind. Ihr habt die Möglichkeiten, Menschen oder mögliche Partner, ob es jetzt eine Beziehung ist oder ob es jetzt im Geschäftlichen ist, erstmal zu scannen, würde ich jedem empfehlen. Ist gar nicht böse gemeint, aber einfach mal, dass ihr eine Entscheidungsgrundlage für euch vorbereiten könnt im Kopf. Passt das überhaupt auch menschlich? Weil Nick, das wirst du auch schon oft erlebt haben, da kann jemand noch so krass sein und noch so ein hartes Skillset haben und noch so gut sein. Wenn der menschlich nicht passt, dann wird auch deine Zusammenarbeit mit dem nicht hinhauen. Weil irgendwann kommt dann der Punkt, wo du auch gar keinen Bock mehr hast, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Und also ich kann nur für mich sprechen und für dich wahrscheinlich auch, den Großteil meiner Zeit verbringe ich halt im Business. Und ganz viele meiner Businesspartner sind halt sehr gute Freunde von mir geworden, weil ich mich mit den Leuten zusammentue und mit den Leuten auseinandersetze, auf die ich halt auch Bock habe. Wenn ich auf den keinen Bock habe, dann habe ich auf den keinen Bock und dann will ich auch mit dem keine Company starten, weil du wirst sehr viel Zeit zusammen verbringen. Deswegen ist auch das Zwischenmenschliche extrem wichtig. Auch wenn man vielleicht denkt, ja komm, wir machen nur Business zusammen, nur Business. Es ist mehr, als man oft denkt und es benötigt auch viel mehr als jetzt nur ein reines Skillset, sondern auch, dass man sich auf einer emotionalen Ebene oder auf einer freundschaftlichen Ebene zumindest gut versteht. Ja, bin ich ganz bei dir. Danke für diese wertvollen Tipps. Lass uns doch mal gerade den Schwenker ins private Liebesleben machen, was da Partnerschaften angeht. Denn wie war es bei dir einfach für deinen Teil? Du bist ja jetzt verheiratet, ne, auch schon eine ganze Weile mit deiner Frau zusammen. Hast du irgendwie bei dir einen Zusammenhang festgestellt, wo du gemerkt hast, okay, ab dem Punkt, wo ich mich festgelegt habe, die Anne wird's, das ist es, wir sind zusammen, bam, dass da generell in deinem Leben es vielleicht ruhiger geworden ist, dass du mehr Fokus hattest und, oder kannst du mir ein bisschen folgen einfach dahinter? Weil voll, oft total. Ich kann es dir direkt beantworten, Nick, weil ja. Ich weiß auch, was du genauso willst. Sorry, dass ich so reindrop. Ja, okay. Aber ja, es hat mir extrem viel gebracht. Nicht nur, dass ich mich natürlich von Anfang an in die Anna total verliebt habe, als ich sie kennengelernt habe. Und ich frisch nach München gekommen bin damals, weil ich halt vom Land kam eigentlich, aber so mit dem Studium halt in die große Stadt nach München gezogen bin. Und dann an der U-Bahn bin ich der Anna über den Weg gelaufen. Und das war halt eine sehr gute Freundin von meiner damaligen Ex-Freundin. Und die hat uns dann tatsächlich verkuppelt und wir sind heute auch alle noch cool miteinander. Also wir treffen uns zusammen. Anna ist noch sehr gut mit meiner Ex auch befreundet. Also sind sehr gute Freunde und folglich wir auch. Also wir verstehen uns alle und wollen uns auch gar nicht irgendwie missen im Leben. Aber was war deine Frage gleich nochmal? Im Endeffekt war das jetzt ein bisschen... Ich bin wieder back. So, warte, die Gedanken... Du warst gerade bei deiner Ex wieder, oder? Nee, genau, ich war gerade... Nee, du, es hat für mich hat sehr viel Kapazitäten im Hirn freigemacht, weil dieses Hunting, diese Jagd auf einmal weg war. Weißt du, so, okay, boah, heute muss ich da noch hin, weil da sind vielleicht noch hier irgendwie 2, 3 heiße Mädels, mit denen ich vielleicht dann irgendwie anbandeln könnte oder ich muss nicht dahin fahren, ich muss nicht in den Club gehen und da noch irgendwie in die Bar oder whatever, sondern diese ganze Zeit, die man da vielleicht damals, oder die ich damals auch in die Partnersuche investiert habe, auch online natürlich, weil jeder, der schon mal online irgendwie versucht hat zu daten, ob es Tinder ist oder whatever, ey, das ist ein Zeitfresser. Es schluckt so dermaßen viel Zeit und auch Kapazitäten von deinem Hirn. Deswegen, seitdem das bei mir so ist und bei Anna, haben wir beide halt einfach viel mehr Space auch in unseren Köpfen, die wir halt anderen Dingen widmen können. Und das war für mich absolut ein Gamechanger. Also diesen großen Block halt aus dem Kopf rauszuhaben, nicht mehr auf der Suche sein zu müssen, sondern angekommen zu sein und etwas gefunden zu haben, was halt ein extrem wichtiger Part in meinem Leben ist, meine Frau und meine Tochter. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ja, das ist es. Ich meine, ich sehe es ja, ich habe mit vielen jungen Männern zu tun, auch viele junge, erfolgreiche Männer einfach, natürlich auch Frauen. Und da ist wirklich, also da ist einfach, es geht den ganzen Tag, dreht sich neben dem Business alles nur darum, wen schleppt man ab, mit wem schreibt man gerade, wo geht was, da ist jemand süß, da ist jemand hübsch, ach, da könnte ja was gehen und da. Und auch für mich ist das immer so ein Pain in the ass, da nicht nur zuzuhören, sondern sich das einfach zu sehen, wie viel Zeit investiert wird und wie viel Energie ganz oft in, sage ich mal, eine kurzfristige Befriedigung oftmals auch einfach nur. Ja. Gut, wollen wir jetzt alles nicht judgen, aber mich hat es aus deiner Warte einfach interessiert, weil du natürlich da
auch einfach einen ganz anderen Track Record hast als ich einfach, ja. Während es natürlich die anderen Typen gibt, die dann wieder sagen, nee, nee, auf gar keinen Fall Beziehung, ohne Frau bist du besser dran, ja. So, hier, Single, Fokus, du kannst dein Ding machen, du musst dich mit niemandem abstimmen oder sonst irgendwas. Was ja auch wieder ein spannendes Thema ist, womit du vorhin eingeleitet hast, als wir, bevor wir in deinen Podcast eingestiegen sind, wo du gesagt hast, wow, jetzt ist unsere Tochter zu Hause, Kita, ne, alles hat zu. Und wie geil es ist, finanzielle und zeitliche Ressourcen zu haben, dass man da durchkommt und das alles stemmen kann. Also, dass man, sage ich mal, sich auf die Schulter klopfen kann und sagt, geil, dass ich damals reingehauen habe. Aber dass es auch wieder eine neue Herausforderung ist. Und was lernst du gerade in dieser Zeit? Boah, ich lerne sehr viel, Nick. Vor allem erstmal da echt ein dicker Shoutout an alle, die gerade irgendwie mit der Krise zu kämpfen haben. Und die jetzt vielleicht so ein bisschen strugglen auch, ey, es wird wieder. Es kommen auch andere Zeiten und ihr habt jetzt vor allem die Möglichkeit, auch für euch so eine eigene Disruption durchzuführen, weil was ihr vielleicht davor offline verkauft habt, könnt ihr jetzt online verkaufen, ihr könnt ein neues Geschäftsmodell aufsetzen. Ich glaube, die Devise ist jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie voll Chaos und Krise und whatever, sondern das Ganze jetzt für einen selbst zu nutzen und jetzt einfach da einfach nach vorne zu preschen und zu agieren und nicht zu reagieren. Das ist, glaube ich, extrem wichtig an der Stelle mal. Weil ich krieg's halt auch im eigenen Freundeskreis mit. Also da haben viele halt noch so typische Brick-and-Mortar-Businesses. Also der eine hat eine Physiotherapie-Praxis, ein sehr guter Freund von mir, der andere hat ein Hotel und die hat's halt voll getroffen. Und da blutet halt mein Herz, weil das sind beides super Unternehmer, aber die haben halt dann die Auflage vom Staat, die dürfen nicht aufmachen. Weißt du, was machen die dann? Und die sind natürlich da jetzt erstmal etwas geblockt auch, aber die kommen da auch wieder raus, das weiß ich, aber so geht es natürlich vielen anderen auch. Deswegen kriege ich es an vorderster Front mit sozusagen. Aber im Endeffekt, für mich, schau mal, das ist immer, ich drifte so immer ab und dann quatsche ich immer was, Nick. Und dann muss ich immer kurz überlegen, hey, was hat denn der Nick eigentlich jetzt gerade gefragt? Also die Frage war im Prinzip einfach nur bezogen auf, ne, Tochter jetzt zu Hause, deine Frau, ihr müsst euch neu organisieren. Ja. Was lernst du gerade so in dieser neuen Zeit? Und auf welche Herausforderungen triffst du gerade? Findest du es gerade spannend oder denkst du dir eher, oh nee, hoffentlich macht die Kita bald wieder auf? Also wie ist das denn so? Also ich muss sagen, man wird extrem zeiteffektiv. Also du nutzt die Zeit, die du hast, die nutzt du ultra effektiv. Also du schaffst dann wirklich, was du vielleicht davor, das ist aber auch direkt passiert, als man ein Kind oder dann eine Familie hatte, weil du natürlich ganz anderen Timetable hast, mit dem du umgehen musst sozusagen. Du wirst super effektiv und noch produktiver, als du eigentlich davor warst, weil du halt nur ein gewisses Zeitfenster hast, um Dinge zu bearbeiten. Jetzt, die Herausforderung ist natürlich jetzt noch größer, weil davor hatten wir natürlich die Kita als Unterstützung und die Ida, meine Tochter, ist in einer wahnsinnig tollen Kita, in der bilingualen, also lernt gleichzeitig Deutsch, Englisch, was Hammer ist. Die Betreuer sind mega cool, die liebt die alle, sind lauter Freunde von ihr da. Und jetzt halt zu dritt immer zusammen zu sein, und jeder kämpft so für sich, dass er seinen Slot rauszieht. Also ich merke das mit meiner Frau, weil die natürlich auch, die ist auch selbstständig und die will natürlich auch ihr eigenes Ding voranbringen, ihr Yoga-Programm, Bali Flow Yoga. Und wir kämpfen natürlich beide, dass wir unsere Zeitbrackets rausholen, aber organisieren das eigentlich ganz gut. Also es funktioniert, es ist eine Herausforderung, man gewöhnt sich aber dran. Und für mich eigentlich das Allerschönste ist, eigentlich den ganzen Tag Zeit mit meiner Tochter verbringen zu dürfen. Weil das ist echt cool, wenn man merkt einfach, wie sehr ihr das taugt. Also sie hatte davor halt nicht 24/7 die Eltern, sondern halt da waren halt auch andere Menschen dabei. Aber jetzt die Zeit einfach als Familie verbringen zu dürfen, tut echt gut und ist einfach schön. Also da nicht Single zu sein jetzt oder nicht jetzt eben ein gutes, so ein Inner Circle zu haben, weißt du, mit denen du auch jetzt abhängen kannst, wie du ja zum Beispiel. Du hast ja auch jetzt gute Freunde oder einen guten Freund bei dir, der Marc, mit dem ihr zusammen seid. Ich glaube, jetzt alleine zu sein in der Zeit ist richtig scheiße. Das fühlt sich nicht gut an. Da, glaube ich, hittet das Ganze nochmal ganz anders, wie wenn du halt Menschen um dich herum hast, mit denen du halt auch deine Herausforderungen und Ängste teilen kannst. So. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt am Ende des Tages. Generell diese Corona-Krise, wie auch immer man es nennen möchte, das ist natürlich für den einen oder anderen ist eine andere Herausforderung. Bei mir, in meinem speziellen Fall, ist es so, dass unser Business von Karlemann von Grafenstein und die Business, in die ich investiert bin, das eine mehr oder weniger, wir haben so breit gestreut, weißt du? Also wir haben uns nicht nur auf ein Ding fokussiert, sondern wir sind relativ diversifiziert und breit gestreut. Deswegen,
trifft es uns jetzt nicht so hart, weil wir halt mehrere Quellen haben sozusagen, mit denen wir arbeiten. Wir haben Beteiligungen, wir haben unsere Beratung, wir haben Produkte, wir sind ganz gut aufgestellt, was das angeht. Ich würde jetzt nicht sagen, so krisensicher oder so, aber wir haben halt die Ressourcen, die uns helfen, da halt einfach ruhig das Ganze, ohne jetzt in komplette Panik zu verfallen, zu überstehen sozusagen. Aber an sich, und das ist nur meine Meinung, und das ist jetzt wirklich auch nur, was mich betrifft, ich finde diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, extrem spannend, weil es ändern sich jetzt extrem viele Dinge. Also jetzt werden die Karten tatsächlich neu verteilt. Alte Industrien, die vielleicht noch in einer alten Denkweise waren, müssen jetzt auch neue Taktiken, neue Strategien implementieren, auch auf dem digitalen Wege. Schulen und Lehrer vor allem merken jetzt, hey, warte mal, das Thema Homeschooling beziehungsweise der digitale Weg, mit meinen Schülern zu kommunizieren und digitale Elemente zu implementieren, ist gar nicht so verkehrt, wie ich dachte. Homeoffice für Mitarbeiter, das funktioniert ja auch ganz gut. Man muss nicht immer in den Businessflieger steigen, sondern man kann ja auch mal einfach ein Videomeeting machen. Das finde ich extrem spannend, dass jetzt das Mindset einfach von den Menschen neue Wege findet, weil sie sehen, sie sind jetzt mit einer Situation konfrontiert, da kommt man nicht aus, man muss Lösungen schaffen und Lösungen finden. Und jetzt, dass dieser Prozess angestoßen wurde, das finde ich sehr spannend. Natürlich, alles andere, was passiert für die Wirtschaft, für die Menschen, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist super mies und ist nicht gut, aber die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, finde ich sehr spannend. Definitiv bin ich ganz bei dir. Ich hatte gerade irgendwie den Gedanken, dass es so, als ob wir sind ja eigentlich alle ein riesiger Schenkungskreis gefühlt oder ein riesiges Schneeballsystem eigentlich komplett. Und irgendjemand hat halt einfach gesagt, gut, so Freunde, Schenkungskreis findet jetzt erstmal nicht mehr statt, bis auf unbestimmte Zeit. Weil es muss ja in dem Sinne immer, das Geld muss ja im Umfluss bleiben, ja. Ich habe dieses Bild gehabt, was wäre, wenn jetzt auf einmal einfach, es wäre alles so gefühlt bei The Walking Dead, alles wäre zu, wäre dicht einfach. Und dann würden alle Menschen auf die Straße rennen. Und dann ging es halt darum, okay, wer gibt mir jetzt Geld? Hast du Geld? Gibst du mir jetzt Geld? Weißt du? Also sich das mal zu überlegen, dass all das, was wir hier gerade haben, ob es jetzt das Sofa da hinten ist, ob es diese Tasse hier ist, ob es das MacBook ist, mit dem ich aufzeichne und so weiter, was für, und auch wie man, wenn man das mal runterbricht, was wir ja auch anderen beibringen und zeigen, ist ja eigentlich nur, wie schaffe ich es, jemanden davon zu überzeugen, mir Geld zu geben? Für etwas im Austausch dafür. Ne? Mhm. Und wie kriege ich das, wie platziere ich das, positioniere das, nenne das, bemale das, vermarkte das, was ich der Person als Austausch gebe, um im besten Fall noch mehr davon zu kriegen. Eigentlich, wenn man das mal so runterbricht, ne? Weird, hört sich weird an, aber so ist es halt. Ne? Und dieser Zyklus wurde halt jetzt halt total unterbrochen für ganz, ganz viele einfach überall. Und da merkt man eigentlich, dass alles nur auf Glauben aufbaut. Ja? Also es funktioniert nur, weil wir Menschen oder der Großteil der Menschen halt daran glaubt, dass es so funktioniert, wie es halt funktioniert. Ne? Wenn jeder halt glauben würde, irgendwie Survival of the Fittest, dann würde es halt anders laufen. Ja? So, dann wird es hier halt anders ablaufen. Genauso ist, hier drüben haben wir ein Feld. Und da habe ich schon vor fast 2 Wochen habe ich da halt Typen gesehen, die sind da halt in den Wald gegangen und haben halt Bäume abgeholzt und haben sich dann halt so die Holzstücke halt mitgenommen. Keine Ahnung, was die geplant haben, ob die irgendwo ein riesiges Haus haben, was sie dann beheizen wollen oder ob die fürs Armageddon planen oder sowas. Aber es ist halt schon spannend, wie Leute auf einmal denken und welche Bereitschaft sie auf einmal aufbringen, um an Ressourcen zu kommen, die sie davor nicht bereit waren zu gehen. Hm. Und wie viel Rückfragen auch das gesamte System halt einfach einem darstellt. Aber eine große Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, ist ja im Prinzip, sagen wir mal, wir gehören ja zu den Leuten, die Leute dazu ermutigen, ihr eigenes Ding zu machen, ne, ihr eigenes Ding zu starten und so weiter und so fort. Und weil wir natürlich auch oftmals natürlich davon profitieren, wenn Leute unsere Weiterbildungsmöglichkeiten kaufen oder uns weiterempfehlen oder uns buchen dafür, ist ja auch klar. Aber wenn man sich das durchdenkt, wie viel Potenzial, du bist ja eben Unternehmer, Startup-Hacks und so weiter, wie viel Potenzial ist eigentlich in Deutschland für noch mehr selbstständige Unternehmen oder Unternehmer in dem Sinne, weißt du? Damit das den sauberen Ausgleich hält,
zu Leuten, die natürlich noch, na, Kellnern gehen, die die Müllabfuhr machen, die putzen gehen, die hinterm Tresen bei der Bäckerei stehen und so weiter und so fort. Hast du das Spiel auch mal so durchgedacht, was ich gerade durchdenke? Mich würden deine Gedanken dazu mal interessieren. Ja, am Ende des Tages kann nicht jeder Unternehmer sein, also weil dann bricht das ganze System zusammen. Du brauchst eben jeder Einzelne, der da draußen halt seinen Job nachgeht, der erfüllt ja auch einen gewissen Zweck oder hat der, ist ja ein Rädchen in dem großen Zahnrad. Wenn die wegbrechen, dann dreht sich das Rad halt nicht mehr so sauber und dann kommt man relativ schnell in eine Bredouille. Und ich glaube, das Thema Unternehmertum ist auch einfach nicht für jeden gemacht, weißt du, da musst du wirklich, du musst diesen Pain, der halt damit verbunden ist, und es ist ein großer Pain, damit musst du wirklich umgehen können, weil du hast einfach so extrem viele Rückschläge und du wirst viel mehr Rückschläge haben eigentlich in der Zeit, als du Erfolgserlebnisse hast, aber dieses Up and Down, dieser Rollercoaster eben, der ist halt für mich einfach, der hält mich so am Leben, weißt du, der macht es für mich spannend. Alles andere wäre für mich stinklangweilig, also es würde mir, ich würde mich einfach langweilen, wenn ich diese Challenge nicht jeden Tag aufs Neue hätte sozusagen, aber ich glaube genau, diese Challenge jeden Tag aufs Neue ist auch nicht für jeden gemacht. Nicht jeder kann damit umgehen, weil es natürlich emotional auch natürlich auch eine extreme Belastung ist. Natürlich neben dem Finanziellen etc. Da kann extrem viel passieren. Deswegen, dass jeder ins Unternehmertum wechselt, glaube ich nicht und finde ich auch nicht gut, weil eben nicht jeder dafür gemacht ist. Aber derjenige, der ins Unternehmertum wechselt und es dann halt auch gut macht, schafft ja wiederum auch wieder neue Arbeitsplätze und neue Menschen, die sich da in diesem Projekt dann mit beteiligen können. Also das macht dann Sinn, weil der ganze Zyklus wieder stimmt. Also wäre jetzt jeder selbstständig im Sinne eines Ein-Mann-Unternehmens oder Freelancer oder whatever, dann wäre es natürlich schwierig. Aber wenn derjenige ein Unternehmen gründet mit einem Purpose, mit einem Team dahinter, dann ist es natürlich wieder ganz was anderes, weil du schaffst halt wieder diese Stellen für andere Menschen, für Teammitglieder, die halt an deiner Vision mitarbeiten wollen und dann auch diese unternehmerische Luft schnuppern können, vor allem am Anfang, sich aber nicht komplett drauf committen müssen, weil sie halt nicht mit ihren eigenen Stakes drin sind. So ist es. Ja, spannend auf jeden Fall, definitiv. Was mich interessieren würde oder bestimmt auch alle anderen Leute ist, also womit beschäftigst du dich jeden Tag, damit du happy bist, gut drauf bleibst, gesund bleibst, einfach fresh im Kopf und weiterhin wachsen kannst, wachsen tust? Was machst du da für dich? Also ich meditiere jeden Tag, täglich 10 Minuten am Morgen. Ich muss ehrlich sein, ich war relativ lange im 5 a.m. Club. Ich bin halt um 5 aufgestanden, habe dann eine Stunde mein Ding durchgezogen. Also ich hatte meine 3 Pockets sozusagen, 20 Minuten Sporteinheit, 20 Minuten Mindfulness und 20 Minuten Inspiration. Das hat mir mega gut getan, aber jetzt gerade bin ich irgendwie aus meinem Rhythmus rausgeflogen. Hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass wir halt als Familie gerade sehr eingespannt sind, beziehungsweise als Eltern auch natürlich. Sollte ich jetzt aber definitiv wieder anfangen. Aber im Endeffekt, ich versuche mich sehr viel von meinem Umfeld auch zu inspirieren lassen, also von meinen Unternehmerfreunden sozusagen. Stehe da natürlich ganz eng im Austausch immer und lasse mich auch von deren Journeys einfach inspirieren, wie sie vorangehen, was sie machen, wie sie es machen. Und habe dann noch ein ganz tolles Netzwerk aus den USA, mit denen ich sehr tief verbunden bin mittlerweile. Alles tolle Unternehmer aus der ganzen Welt, aber hauptsächlich eben aus den USA, mit denen ich einmal im Jahr auf einen Unternehmer-Retreat gehe, immer auf einem anderen Spot auf der Welt. Letztes Jahr war es auf Costa Rica, dieses Jahr sind immer mehrere im Jahr, aber meine nächste wird in Mexiko wahrscheinlich sein. Und da treffen wir uns alle und arbeiten einfach an unserem persönlichen Wachstum. Das hat gar nicht so viel mit dem Business-Wachstum zu tun, sondern wie können wir als Unternehmer, als Mensch dahinter über uns hinaus wachsen? Wie können wir Blockaden lösen? Wie können wir bestimmte Denkmuster, die sich festgefahren haben bei uns, lösen? Wie können wir dieses Programm debuggen? Weißt du, weil jeder von uns wurde ja in seiner Kindheit programmiert, ob wir es wollen oder nicht. Unsere Eltern haben uns programmiert. Und ich weiß es halt jetzt als Vater, dass diese Zeit extrem wichtig ist, was du deinen Kindern einprogrammierst. Das Wichtigste von 1 bis 3, weil da formen sich die Schaltkreise sozusagen. Aber bis 7 ist eigentlich so das wichtige Alter, weil sowas wieder aus dem Kopf rauszubringen, das ist harte Arbeit. Und das hat jeder von uns, jeder von euch, der zuhört. Ich hab's, Nick, du hast es, der Uwe hat's, jeder von uns hat's, weil unsere Eltern halt auch unwissend einfach halt ihre Muster weitergegeben haben. Und diese Muster schlummern halt in uns und blocken uns auch bestimmten Entscheidungsprozessen bei bestimmten Dingen auch. Und daran zu arbeiten und diese Blockaden zu lösen, das ist jetzt gerade eine große Herausforderung von mir oder meine Journey, meine unternehmerische Reise, die ich gerade mache, als Mensch aber, um eben da zu wachsen.
Das war eine sehr ausführliche Antwort. Danke dafür. Also, um es in so ein paar Action-Steps zu packen, einmal natürlich, ne, tolles Netzwerk zu haben, wo man sich immer wieder Inspiration holt von Dingen, von denen sie begeistert sind. Das geht mir ähnlich. Ich habe deshalb, wenn ich Empfehlungen kriege, dann achte ich immer darauf, wie begeistert ist jemand von dem, was er da gerade erzählt hat. Und wenn das dann öfter kommt, dann ist das wirklich etwas, wo ich dann nachgehe, weil es mir ähnlich geht. Wenn ich von etwas begeistert bin, und das passiert zwar oft, aber wenn ich von etwas so richtig begeistert bin, das passiert nicht so oft, dann erzähle ich das Leuten und das auch tausendmal. Und deshalb achte ich auf dieses Muster bei anderen. Wenn die mir öfter davon erzählen, dann denke ich so, fuck, der scheint wohl wirklich richtig begeistert davon zu sein. Das heißt, da jetzt gönne ich mir das auch, weil es einfach wichtig ist, so einen Filterprozess zu haben, weil ansonsten bist du nur im Konsumieren von allen möglichen Sachen. Absolut. Aber spannenderweise, ne, da jetzt eben nicht konsumieren, sondern morgens früh aufstehen, dann 20 Minuten meditieren, 20 Minuten Sporteinheit und 20 Minuten Inspiration. Wie sieht 20 Minuten Inspiration bei dir aus? Im Endeffekt versuche ich es zu strukturieren, und zwar mit 10 Minuten, und zwar mindestens 10 Minuten davon zu lesen, wenn nicht sogar 20 Minuten, und 10 Minuten entweder noch einen Podcast, ein Hörbuch oder eben noch irgendwelche inspirierenden Videos zu gucken. Das kann man sich jeder für sich auch selbst aufteilen, weißt du, auf was du halt auch einfach mehr Lust hast. Okay, sehr cool. Hast du sonst irgendwelche Optimization-Hacks für Mind, Body, Spirit? Oh, es gibt so viele mittlerweile, und es gibt vor allem sehr viel, das natürlich gerade aus den USA rüberschwappt, und sehr viele Trends, die da gerade stattfinden. Also generell das Thema Biohacking, bin ich schon lange ein extremer Fan davon. Bei mir hat das Ganze angefangen mit dem Biohacken, als ich den Raphael Frank von Prime Estate im Podcast hatte vor fast, also war einer meiner ersten Gäste, ich glaube Gast Nummer 12 oder so, 13. Und seitdem sind wir auch echt gut befreundet, ein cooler Buddy, ein digitaler Buddy, würde ich mal sagen, weil wir haben uns nur einmal wirklich gesehen und den Rest halt immer nur irgendwie über digitale Devices sozusagen. Aber wir sind echt relativ eng miteinander verbunden. Und da sind wir halt ganz tief drin in dem Thema, wie kannst du halt deinen Organismus so nicht nur beeinflussen, sondern auf Spur bringen, damit er halt optimal arbeitet, damit dein Hirn optimal arbeiten kann. Was für Nährstoffe musst du dir zuführen? Was für Sport musst du machen, damit das funktioniert? Was für Gehirnsport musst du machen? Also wie kannst du auch dein Hirn trainieren, dass du halt im Biohacking bist sozusagen? Was hat Schlaf für Auswirkungen etc.? Also da wirklich das Thema Biohacking sich mal näher anzuschauen, finde ich extrem spannend. Da gibt es ganz einfache Dinge, wie man damit loslegen kann, wie zum Beispiel halt morgens zu meditieren, kalt zu duschen und mit einem Bulletproof Coffee zu starten. Also wer das von euch nicht kennt, googelt einfach mal Bulletproof Coffee. Ist im Endeffekt ein Kaffee mit viel Butter, mit ein bisschen Zimt und MCT-Öl. Den haut man Mixer und haut sich das dann rein und fastet dann auch erstmal, aber hat halt Energie durch das Fett im Kaffee. Finde ich super spannend, damit zu starten und die Auswirkungen auf den Körper zu checken. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge, Nick, die du machen kannst, um halt vielleicht auch auf eine spirituelle Art und Weise weiterzukommen. Für mich ganz wichtig oder halt ein extremer Punkt, durch das, dass meine Frau halt auch Yoga-Lehrerin ist, ist halt Yoga und die Meditation ein sehr wichtiger Bestandteil für mich einfach, weißt du, einfach in mich zu gehen und diese innere Stimme, die jeder von uns hat, die uns jeden Tag prügelt und sagt, ey, du musst das noch machen, das musst du noch machen, das darfst du nicht vergessen und warum hast du nur und bla 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 bla. Diese Stimme mal für 10 Minuten auszustellen, tut unglaublich gut. Ist zwar auch eine Journey und dauert lange, bis du es kannst, aber wenn du es kannst und diese Ruhe am Morgen hast und diesen Fokus dann hast, der ganze Tag läuft anders. Komplett. Ist ein Game Changer. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Bernhard, mein Lieber, worauf wollen wir verweisen? Also, was ist bei dir so, was ist so der Gateway, um am geilsten in deine Welt einzutauchen, von der du auch dann am meisten, sage ich mal, profitieren kannst und gleichzeitig die Zuhörer profitieren? Also, sollen wir jetzt alle dein Buch bestellen, deinen Podcast hören, in irgendeine Facebook-Gruppe kommen? Soll ich deine Handynummer einfach in die Shownotes packen? Also, was ist da so der Way to go? Also ich glaube, der coolste Weg, auch mehr über mich zu erfahren und auch so ein bisschen über meine Gedankengänge und auch die meiner Gäste, die in meinem Podcast waren, ist tatsächlich Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Das Buch, das letztes Jahr erschienen ist von mir, natürlich auch auf Amazon erhältlich, bei Thalia, bei Hugendubel, bei allen großen Buchhandlungen.
Da kann man sehr gut in meine Welt eintauchen und in die ganze Startup-Hacks-Welt. Und ansonsten connect über LinkedIn, weil das ist meine Plattform tatsächlich, wo ich am meisten Zeit verbringe und am meisten Content teile. Da sieht man auch relativ gut meine letzten Stationen. Ich glaube, da kann man ganz gut eintauchen, diese beiden Gateways zu nutzen. Einmal Startup-Hacks, das Buch, und auf der anderen Seite sich mit mir über LinkedIn zu connecten. Dann sind wir down. Perfekt. Das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Bernhard Kahlehammer, meine lieben Damen und Herren, gerade hier gewesen. Wenn ihr Bernhard nochmal sehen wollt und wenn ihr vielleicht sogar Lust habt auf ein Trio-Podcast-Interview mit dem lieben Uwe auch noch, jetzt hier während der Quarantänezeit, dann haut es in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht. Und ich danke dir vielmals, Bernhard, dafür, dass du da warst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Möchtest du noch eine letzte Message an die Zuschauer richten, oder? Sehr gern. Hey, Nick, mir jetzt auch mega Spaß gemacht und ich hoffe, der ein oder andere konnte einen Nugget für sich rausziehen, den er in seinen Tagesablauf implementieren kann oder in seinen zukünftigen Tagesablauf, was auch immer es sein will. Darum geht es immer, Content zu teilen, Inhalte zu teilen, die dir als Zuhörer, als Leser, als Zuschauer, whatever, einfach was bringen und wo du selbst weiterkommst. Und das ist im Endeffekt mein Ziel mit Startup Hacks. Das ist Nicks Ziel mit seinem Podcast, mit seinen ganzen YouTube-Clips, mit seinen Coaching-Produkten. Und darum geht es am Ende. Wenn du weiterkommst, kommen wir weiter. Und wenn alle weiterkommen, haben alle was davon. So ist es. Perfekt. Danke dir vielmals und wir hören bzw. sehen uns. Bis bald, Freunde. Ciao. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.